Tauche ein in die wunderbare Welt der Meerwasser-Aquaristik. Willkommen bei der Meerwasser-Aquarium-Podcast.de. Erfahre aus erster Hand, auf was es beim erfolgreichen Betrieb deines Meerwasser-Aquariums ankommt. Geschäftsführer Markus Mahl hat mit seiner Firma Aquarium West hunderte Meerwasser-Aquarien in ganz Europa geplant und gebaut. Über 2000 professionelle Aquarienwartungen pro Jahr sprechen für sich. Lehn dich zurück und profitiere von Expertenwissen aus erster Hand. Der Meerwasser-Aquarium-Podcast.de. Von und mit Markus Mahl. Hallo und herzlich willkommen zur 50. Folge des Meerwasser-Aquarium-Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und möchte mich vorab nochmals ganz herzlich bei euch allen bedanken, die mein neues Buch Meerwasser-Aquarium gekauft haben und somit für einen sensationellen Start als Amazon-Bestseller in der Rubrik Fische und Aquaristik gesorgt haben. Seit dem 24.11. ist das Buch ausverkauft und ist voraussichtlich wieder ab dem 5.12. über Amazon erhältlich. In der heutigen Folge schauen wir uns an, was du tun kannst, wenn dein Nitratwert im Meerwasser-Aquarium zu gering ist. Diese Woche erreichte mich eine spannende Nachricht eines Stammhörers. Er fragte mich, wie er Nitrat im Aquarium erhöhen kann, wenn auch eine Erhöhung der Futtermenge nicht zu der gewünschten Erhöhung der Nitratwerte führt. Das ist eher ein seltenes Problem, da Meerwasser-Aquarien meistens damit beschäftigt sind, ihre Nitrat- und Phosphatwerte im unteren Bereich zu halten. Bevor wir uns damit beschäftigen, welche Möglichkeiten es gibt, Nitrat im Meerwasser-Aquarium zu erhöhen, schauen wir uns erst an, was die idealen Nitratwerte sind und welche Auswirkungen zu geringe Nitratwerte im Meerwasser-Aquarium haben können. Wir selbst haben in der Praxis die Erfahrung gemacht, dass die Korallen am besten bei einem Nitratwert zwischen 2 und 5 Milligramm pro Liter sich am besten öffnen und wachsen. Bei zu hohen Nitratwerten kann es plötzlich zu einem unkontrollierten Algenwuchs kommen, da Algen Nitrat und Phosphat als Nahrungsgrundlage nutzen. Das ist auch der Grund, warum zu geringe Nitratwerte gefährlich werden können. Im Inneren des Korallengewebes sind bei vielen Korallenarten Zooxanthellen, das heißt einzellige Symbiosealgen, eingelagert. Diese Zooxanthellen verleihen den Korallen nicht nur ihre bunten Farben, sondern versorgen sie außerdem mit Nahrung. Bei der Photosynthese der Zooxanthellen entsteht Traubenzucker, der den Korallen als Nahrung dient. Wenn du nun zu wenig Nitrat im Aquarienwasser hast, kann es auf Dauer zur Unterernährung der Zooxanthellen kommen, so dass diese im Extremfall absterben und somit die Korallen nicht mehr ausreichend mit Nahrung versorgen können. Das hat dann zur Folge, dass auch die Koralle langsam verhungert und eingeht. Besonders empfindlich reagieren Steinkorallen auf zu geringe Nitratwerte. Wenn du einen zu niedrigen Nitratwert hast, ist es wichtig, dass du den Nitratwert in kleinen Schritten und sehr langsam erhöhst, damit sich die Korallen an die neuen Bedingungen gewöhnen können. Ein weiterer Grund ist, dass du nicht plötzlich einen deutlich zu hohen Nitratwert hast und im Anschluss damit beschäftigt bist, diesen wieder langsam und mühsam zu senken. Schauen wir uns nun an, welche einfachen Möglichkeiten du hast, deine Nitratwerte zu erhöhen. Einer der leichtesten Wege ist, du kannst dein Frostfutter vor der Fütterung für einen bestimmten Zeitraum nicht auswaschen und somit für einen höheren Nitrateintrag über die Futterzugabe steuern. Außerdem kannst du mehr Futter zugeben als sonst, beziehungsweise öfters am Tag füttern. Ein weiterer Weg, den Nitratwert langsam zu erhöhen, wäre, den Eiweißabschäumer nur noch teilweise am Tag ein paar Stunden laufen zu lassen oder für ein paar Tage komplett auszuschalten. Eine weitere Möglichkeit ist, dass du die Menge beim Wasserwechsel reduzierst oder auch die Abstände zwischen den Wasserwechseln verlängerst. Eine weitere und aufwendigere Möglichkeit, den Nitratwert zu erhöhen, ist die Zugabe einer Stammlösung von Natriumnitrat. Zur Herstellung dieser Stammlösung gibst du 137 Milligramm Natriumnitrat in 1 Liter Osmosewasser und vermischt es ordentlich. 1 Milliliter dieser Stammlösung erhöhen den Nitratwert um 1 Milligramm pro Liter auf 100 Liter. Wie auch bei allen anderen Möglichkeiten, den Nitratwert zu erhöhen, musst du auch bei dieser Methode sehr langsam starten und in kleinen Dosen den Nitratwert hochfahren. Da jedes Becken anders reagiert, kann ich dir hier an dieser Stelle auch keine genaue Dosierungsanleitung geben. Ich persönlich würde immer zuerst die anderen Möglichkeiten versuchen, um den Nitratwert zu erhöhen. Bei jeder Art der Erhöhung würde ich dir vorsichtshalber raten, alle 2 Tage deine Nitrat- und Phosphatwerte zu messen, um einen unkontrollierten Anstieg unbedingt zu vermeiden. So, das war's wieder für heute. Ich hoffe, du konntest wieder einige wichtige Informationen für dich gewinnen und würde mich freuen, wenn du auch die nächste Folge des Meerwasser-Aquarium-Podcasts wieder hörst. Wenn auch du Fragen hast, schreibe sie mir einfach an info@aquariumwest.de
und ich versuche in den kommenden Folgen darauf einzugehen. Zum Schluss möchte ich dir nochmals mein neues Buch Meerwasser Aquarium ans Herz legen. Es ist voraussichtlich ab 5.12. wieder bei Amazon erhältlich. Wenn du tiefer in das spannende Thema Meerwasseraquarium einsteigen möchtest, findest du dort alle wichtigen Informationen, die du bei der Planung, dem Bau und der Pflege von Meerwasseraquarien benötigst. Neben den gesamten technischen Fragen, wie zum Beispiel, was musst du bei der Planung und Montage von Meerwasseraquarien beachten, was gibt es für verschiedene Beleuchtungssysteme, wie funktioniert ein Eiweißabschirm und vieles mehr, findest du dort zahlreiche Beschreibungen von Fisch- und Korallenarten, die für Aquarieneinsteiger und Fortgeschrittene geeignet sind. Zum Bestellen geh auf die Homepage von Amazon und gib einfach in die obere Suchleiste Meerwasserbuch oder Markus Mahl, Mahl geschrieben mit M-A-H-L, und dann wirst du sofort auf die entsprechende Seite geleitet und kannst das Buch bestellen. Ich wünsche dir viel Spaß mit deinem Meerwasseraquarium, dein Markus Mahl. Das war's für heute beim Meerwasseraquarium-Podcast.de. Wenn es dir gefallen hat, hinterlasse uns doch gleich eine positive Rezension bei iTunes. Und vergesse nicht, unsere Show gleich zu abonnieren. Dadurch können noch weitere Meerwasseraquarianer von diesem Podcast profitieren. Wir freuen uns auch über Fragen oder Themenwünsche. Schreibe sie einfach in die iTunes-Rezensionen oder schicke uns eine Mail an info@meerwasseraquariumpodcast.de. Bis zum nächsten Mal.